kann. Also vom Lektor die Geschichte seiner Eltern, oder? Ein alterndes Ehepaar, ja, das was ist dann auseinanderzieht. Bautz ist dieses Kapitel, das ist schön. Ja, das ist wahnsinnig schön. Oder wie sie mit ihrem Mann im Bett liegt und sie im selben Atem quasi zusammenfinden. Ja, sie machen Tantra. Ja, aber das Tantra-Spiel zwischen... Nein, Frau Heidenreich, Tantra, das ist ganz interessant. Ja. Das ist, Tantra steht für die Erfüllung. Und das ist, müssen Sie sehen in dem Komplex, das Proust wird ganz oft zitiert diesem interessanten Gedanken, dass eigentlich erfüllte Sehnsucht vergeht. Und dass deswegen Liebe zum Scheitern verurteilt ist, in dem Moment, wo die Erfüllung stattfindet, ist sie schon vorbei. Deswegen, es kommt ja auch recht viel Gott vor in diesem Buch, weil nämlich die religiöse Liebe nie erfüllt wird in diesem Sinne und deswegen quasi Transzendenz immer erhalten bleibt. Und das kontrastiert ihr, wie ich finde, ganz gelungen mit der Erfüllung, die für die Tantra, diese Einswählung, diese Erfüllung, auch im physischen Sinne, für die Tantra eine Chiffre, ein Symbol ist, was Jutta, ich weiß, dass es komisch klingt, wenn man sagt, Jutta macht Tantra. Dann reißt man sich an dem Fest besser vernichten, als sagen, wir haben keinen gefunden. Ja, also klar, also ich meine, das, was er schlussendlich damit aussagen will, dass wir wirklich Angst haben müssen das vor den Medien. Das ist doch eine interessante Gesellschaftsstudie. Absolut, also das sehe ich auch ein. Ja. Also ich finde, was er inhaltlich bringt, finde ich total interessant. Auch eben ihre Erkenntnis am Schluss, und das ist etwas, worüber ich mich auch immer wieder ärgere. Warum ist Macht immer größer als Liebe? Warum ist es nicht möglich, dass Liebe immer stärker sein welche kann? Welche Macht haben die Medien, wenn sie jemanden vernichten neu wollen? Ist das ja nicht als Motiv. Ich meine, die verlorene Ehefrau Katharina Blum ist über 40 Jahre her und ist quasi die Folie, auf der das Ganze entwickelt wurde. Da lernt sie den Typen auch auf einer Karnevalsfeier kennen. Sie wird Terroristenbraut genannt. Am Schluss genau. Das Ende ist, wir wollen es ja nicht verraten, vergleichbar mit dem bei Flanagan. Also dann fragt man sich, warum diese Wiederauflage, wenn es eigentlich nur more of the same ist. Ich finde, das ist eigentlich auch etwas, was für die Qualität des Buches spricht. Dass das Buch, wie Frau Heidenreich gesagt hat, ist 10 Jahre alt. Und wir lesen es aber, als sei es sozusagen letzten Monat geschrieben worden. Ich finde, das ist überhaupt nie ein Kriterium für die Beurteilung von Literatur, ob das jetzt neu oder originell ist, sondern nur, ob es gut gemacht ist. Ob es uns was sagt noch. Also es ist schon von Vorteil, wenn auch noch mal was Neues dabei ist. Das schadet nicht, aber Originalität per se ist kein Kriterium für Literatur. Es ist nicht das einzige Kriterium, aber es ist, glaube ich, schon ein Kriterium für Qualität, wenn ein neuer Aspekt aufgeworfen wird, den wir so noch nirgendwo anders gelesen haben. Man sollte vielleicht die Katharina Blum noch mal lesen und gucken, wie wir das empfinden heute. Ob wir das auch als antiquiert empfinden oder immer noch als aktuell. Ja. Das wäre eine schöne Anregung. Das machen wir gleich nach der Sendung. Diskussion. Aber vorher sprechen wir ganz kurz mit Laura Düweck über ihre Person. Sie sind Schauspielerin, Theaterregisseurin und Autorin von Theaterstücken. Ihr Debüt Lieblingsmenschen ist vor 10 Jahren in Basel am Theater uraufgeführt worden, inszeniert vom Altmeister des Schweizer Theaters Werner Dückelin. Da waren Sie Mitte 20. Inzwischen haben Sie 4 weitere Theaterstücke vorgelegt und Kolumnen. Aber ganz eindeutig geht der Fokus als Autorin auf das Schreiben von Theaterstücken. Was können denn Theaterstücke, was ein Roman nicht kann? Also ein Roman ist ja das Gesamtkunstwerk ist der Text. Ein Roman steht für sich und bei einem Theaterstück ist der Text ja nur Teil des Gesamtkunstwerkes. Und ich weiß, Theater kann sehr anstrengend sein und es ist auch wirklich schwierig, Theater zu machen. Und deswegen ist es auch oft so langweilig. Aber trotzdem lohnt es sich so, ins Theater zu gehen, weil wenn das eben funktioniert, dass verschiedene Ebenen gemeinsam mit dem Text, also dass noch Bild dazu kommt und dass noch Musik dazu kommt und Spiel und Regie. Und wenn das alles vor den eigenen Augen jetzt, im Jetzt passiert, dann ist es schon eine sinnliche Explosion, die ich eigentlich in keinem anderen Medium bis jetzt erlebt habe. Haben Sie denn beim Schreiben die Inszenierung dann schon vor dem inneren Auge? Nein, auf keinen Fall. Nee, das wäre ja schrecklich. Da wird man, glaube ich, ganz unglücklich als Theaterautor, wenn man genau schon weiß, wie es aussehen soll. Weil Sie ja auch Regisseurin sind, deswegen ist die Verführung vielleicht, dass man schon so Bilder im Kopf entwickelt, auf das Theaterstück hin, recht hoch. Ja, das stimmt, aber auch wenn ich inszeniere, dann inszeniere ich eigentlich immer nur Text. Wie gesagt, also Theater ist eine Gemeinschaftsarbeit, man macht das zusammen. Und wenn jeder schon mit seinen vorfertigen Gedanken kommen würde, dann würde ihm die Explosion vermutlich nicht entstehen. Ja. Ihre Kolumnen kennen wahrscheinlich die meisten Zuschauer. Sie erscheinen im Tagesanzeiger und jetzt auch in Buchform bei Diogenes Politik und Liebe machen.
Sie basieren, genau wie die Theaterstücke, im Wesentlichen auf Dialogen. Wie entstehen diese Dialoge? Gehen Sie raus, hören den Leuten zu und setzen sich dann an den Schreibtisch und schreiben das auf? Ja, ähnlich. Ich führe ein Dialogtagebuch. Das heißt, alle Dialoge, die ich aufschnappe in der S-Bahn oder die ich auch führe mit Freunden oder die mir erzählt werden, schreibe ich auf. Aber jetzt gerade bei Politik und Liebe machen, habe ich eigentlich immer versucht zu gucken, wo gibt es politische Entscheidungen, die Einfluss nehmen auf die Dialoge, die wir jeden Tag führen. Zum Beispiel in Familienpolitik eignet sich sehr, zum Beispiel der Vaterschaftsurlaub. In der Schweiz gibt es keinen Vaterschaftsurlaub oder nur 2 Tage. In Deutschland gibt es bis zu 12 Monaten Vaterschaftsurlaub. Das heißt, ein Dialog zwischen einem Liebespärchen, das gerade ein Kind kriegt, läuft in der Schweiz komplett anders ab als in Deutschland, weil die Gesetze, die existieren, Einfluss nehmen auf die Form, wie wir lieben, wie wir Beziehungen führen und eben auch auf die Form, wie wir miteinander reden. Und das interessiert mich. Das und auch spannend. Welche Haltungen wir jeweils zu den Dingen entwickeln. Genau, genau. Um einen gesellschaftspolitischen Zusammenhang geht es ja auch in dem Buch, das Sie für die Sendung ausgewählt haben. Ausgangspunkt ist allerdings eine sehr persönliche Geschichte einer der wichtigsten Intellektuellen Frankreichs. Didier Eribon kehrt nach dem Tod des Vaters zurück in seine Heimatstadt Reims und setzt sich auseinander mit seiner Familie, zu der er über viele Jahre den Kontakt abgebrochen hatte, setzt sich auseinander mit seiner Herkunft, die er eigentlich hinter sich gelassen hatte, dachte er jedenfalls. Hans-Peter Müller-Drossert liest für uns jetzt den Anfang dieses autobiografischen Textes in der Übersetzung von Tobias Haberkorn. Lange ist es für mich nur ein Name gewesen. Meine Eltern waren zu einer Zeit in dieses Dorf gezogen, als ich sie nicht mehr besuchte. Hin und wieder schickte ich ihnen eine Postkarte von meinen Auslandsreisen, halbherzig bemüht, eine Verbindung aufrechtzuerhalten, die ich mir so lose wie möglich wünschte. Beim Schreiben der Adresse fragte ich mich, wie der Ort, an dem sie wohnten, wohl aussah. Nie trieb ich die Neugier weiter. Wenn ich sie 3 oder 4 Mal pro Semester, oft auch seltener, am Telefon hatte, fragte mich meine Mutter, wann kommst du uns besuchen? Ich wich aus, gab vor, sehr beschäftigt zu sein und versprach, bald zu kommen. Aber ich hatte es nicht vor. Ich war vor meiner Familie geflohen, verspürte nicht die geringste Lust, sie wiederzusehen. Ich habe Muison, also erst vor kurzem, kennengelernt. Es entsprach meiner Vorstellung, eine Karikatur der Zersiedlung einer dieser semi-urbanen, von Feldern gerahmten Räume, von denen man nicht genau weiß, ob sie noch Land oder schon zu dem geworden sind, was man gemeinhin Banlieue nennt. Mehr als 20 Jahre haben meine Eltern dort gelebt, ohne dass ich mich zu einem Besuch hatte durchringen können. Ich entdeckte diesen Flecken, wie bezeichnet man einen solchen Ort, und ihr Häuschen erst, als mein Vater nicht mehr dort war, weil meine Mutter ihn in einer Alzheimer-Klinik untergebracht hatte, aus der er nicht wieder herauskommen sollte. Sobald er weg war, wurde es mir möglich, diese Reise oder besser diesen Prozess der Rückkehr auf mich zu nehmen, zu dem ich mich so lange nicht hatte entschließen können. Die Wiederentdeckung dieser Gegend meiner selbst, von der ich mich so sehr hatte lossagen wollen. Ein sozialer Raum, den ich auf Distanz gebracht hatte, ein geistiger Raum, gegen den ich mich konstruiert hatte, der aber trotz allem einen wesentlichen Teil meines Seins bestimmte. Ich besuchte meine Mutter. Es war der Beginn einer Aussöhnung mit ihr oder genauer einer Aussöhnung mit mir selbst, mit einem ganzen Teil meines Selbst, den ich verweigert, verworfen, verneint hatte. Peter Müller-Drossert, ja, Eribon geht zurück an einen Ort, den er ganz weit von sich ferngehalten hat. Richtig Scham, eine Scham entwickelt hat gegen seine Eltern und gegen den Ort, aus dem er kommt. Und jetzt macht Eribon aus dieser Einsicht, hebt er die in eine gesellschaftspolitische Ebene und sagt, diese Kommunikationslosigkeit, die wir bei Eribon und seinen Eltern erleben, die herrscht auch zwischen der Linken und der Arbeiterklasse, die ja historisch auch familiär zusammengehören. Und ja, dieses Buch ist also eine große Kritik an die Linke. Und gleichzeitig strotzt dieses Buch vor Beispielen, wie wichtig die Linke ist, und zwar insbesondere
im Bildungswesen, dass da einfach immer noch nicht Chancengleichheit gilt. Und ja, das ist etwas, was wir nicht nur in Frankreich beobachten können, auch in der Schweiz. Und da will ich einmal noch schnell diesen Begriff erwähnen, den ich so toll finde, weil der so viel zusammenfasst und erzählt, den Didier Eribon da benennt. Und zwar sagt er, wir haben ein statistisches Schicksal. Also ob wir jetzt nun im Seefeld geboren sind oder in Seebach, wir haben ein statistisches Schicksal und es ist sehr, sehr schwer, diesem statistischen Schicksal zu entkommen. Jetzt muss man dazu sagen, bevor wir anfangen, dass er diesem Schicksal entkommen ist. Er ist einer der führenden Soziologen Frankreichs. Er ist einer der führenden Soziologen bei den Gay Studies. Er hat sich quasi über seine sexuelle Scham hinweg aus diesem Milieu herausgearbeitet. Ich habe mich gefragt, ist es eigentlich die Stärke des Buches, dass Eribon uns alle irgendwo bei unserer ganz eigenen Scham abholt? Also ist noch nicht deutlich genug gesagt worden, dass es nicht um irgendwelche ekelhaften Eltern nur geht, die saufen oder eine schlechte Ehe haben. Es geht um die Arbeiterklasse. Er ist ein Arbeiterkind. Er kommt aus Verhältnissen, wo keine Bildung war, wo keine Bücher stehen, wo nicht gelesen wird. Und er ist zudem auch noch schwul. Also er hat zwei Probleme. Das ist man da nicht schwul bei linken Arbeitern. Und was das Wichtigste an dem Buch für mich am Gedanken ist, ist, warum diese linke Arbeiterklasse, aus der ich selber stamme, meine Eltern waren auch Arbeiter, er hat immer Scham, ich hatte immer Stolz. Ich fand immer toll, dass ich es geschafft habe, Abitur zu machen und da rauszukommen. Also ich hatte immer eine enge Beziehung zu meiner Familie und er hat genau das Gegenteil, er will da weg. Und ich habe mit meiner Mutter gesessen und ihr erklärt, wie man was Englisch ausspricht. Wir hatten Spaß, zusammen was zu lernen. Der